Wie komme ich überhaupt zu diesem Thema? Ich war im Jahr 2008 oder 2009, ich weiß es nicht mehr genau, wann die Minarett-Initiative angenommen worden war. Einigermaßen erstaunt, wie so etwas möglich ist. Und in der Schweiz erstaunt waren damals auch linksliberale Kreise, die sich innerhalb des Club Helvetic formiert haben. Vielleicht ist Ihnen dieser Club ein Begriff. Also, der war damals empört, dass diese Initiative angenommen wurde und was da wieder aufzubrechen droht. Und ich habe mich auch dann so ein bisschen in diesem Umfeld bewegt und habe dann sehr schnell festgestellt, es wird über alles Mögliche gesprochen, aber nicht über psychische Konfliktursachen. Nicht über die psychische Dimension der Fremdenfeindlichkeit, also einer Abwehr gegen außen, der schwachen Feindlichkeit gegen unten und der intellektuellen Feindlichkeit gegen oben, gegen politisch engagierte, offene, empathische Geister, kritische Geister. Und dort habe ich dann den Entschluss gefasst, ich will wissen, was in diesen unterschiedlichen Phänomenen zum Ausdruck kommt. Also in Fremdenfeindlichkeit, Schwachenfeindlichkeit und in diesem Ressentiment gegen kulturelle Eliten. Und ich glaube, dass Fremdenfeindlichkeit, Schwachenfeindlichkeit und intellektuelle Feindlichkeit mit der Abwehr der Grundaffekte zusammenhängt. Mit Abwehr von Angst, Abwehr von Scham, Abwehr von Schuld. Und was ich nahelege, ist ein Freiheitsbegriff, in dem die Krisis, wenn ich das nicht ausgeschlossen ist, das heißt, die Parallele aufzuzeichnen zwischen Freiheit und dem, was man auch psychischen Zusammenbruch nennt. Die Fantasien, die wir haben, die wir unablässig produzieren in Selbst- und Weltbildern, die haben eine Schutzfunktion. Freiheit ist eine Überforderung, eine Zumutung. Es ist meines Erachtens nicht möglich, völlig frei zu werden. Ich glaube, das ist auch das, was Ernst Bloch sagt in seinem Schluss von Prinzip Hoffnung. Heimat ist das, diese Freiheit, die allen in die Kindheit scheint, in die Vorgeschichte, in der wir noch sind, wie Marx sagen würde, worin noch niemand war. Denn wer ganz frei wäre, der wirklich die völlige Desillusionierung, das wäre der Heilige, das wäre der Übermensch, wobei der Nietzsche-Forschung wird meines Erachtens zu Recht vorgehalten und allen anderen sowieso auch, dass man verkennt, dass mit dem Über von Nietzsches Übermensch nicht das lateinische Supra gemeint ist, sondern das Trans, ein Hinübergehen. Und irgendwo in Also sprach Zarathustra, sagt er auch, das Untergehen ist ein Hinübergehen. Mich kann man am ehesten daseinsanalytisch verorten. Ich bringe auch ein bisschen Lacan hinein, also dass man auch ein bisschen, wer das kennt, weiß, woher ich denke. Und darüber hinaus bin ich aber der Ansicht von Wilfred Bayley, Psychoanalyse ist ein Selberdenken, möglichst in Freiheit, soweit das geht. Es ist ein Denken über die Freiheit. Die Freiheit selbst ist wieder etwas anderes. Die Freiheit ist ein Öffnungsprozess. Also, man kann sich die Psyche vorstellen als etwas, das aufmacht und zumacht.
Das Unbewusste, das Sogenannte, ist ein Aufmachen. Die Psychoanalyse ist nicht mit Freud vom Himmel gefallen. Wie hat man früher, vor Freud, über die Psyche gesprochen? Also da hat die Theologie ganz vieles abgedeckt. Nicht? Auf der einen Seite hat man Hirngespinste und auf der anderen Seite hat man aber das, was Jaspers Schiffersprache nennt. Nicht? Eine metaphorische Sprache über psychische Prozesse. Diese Öffnung der Psyche heißt zugleich Verletzlichkeit, heißt zugleich Sterblichkeitssalienz, Seins und Tod. Wenn man quasi das Unabänderliche bejaht, das Verschlingende, das alles Seiende an sich hat, dass die Welt etwas ist, in die wir wieder eingehen werden, als ein Untergehen, als Kenosis. Wir sind ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Nichts, das ist unfassbar. Und das erleben wir psychisch, das erfassen wir psychisch, das verdrängen wir psychisch und das hat eine enorme Auswirkung auf Konflikt. Wenn man sich nicht so erleben will, sondern Kontrolle gewinnen will über das Worüber der Angst und das Worüber der Scham, dann brauche ich Bedrohungen in der Welt, auch wenn sie nicht da sind. Und ich brauche etwas, auf das ich hinabsehen kann, um das dort zu verorten, um es nicht an mir selber wahrzunehmen. Und diejenigen, die sich gegen ein solches Tun stellen, eine solche Instrumentalisierung, um seine eigene Sterblichkeit abwehren zu können, was nicht eine Frage des abstrakten Denkens ist, sondern eine Frage der gelebten Abwehr der Sterblichkeit. Diejenigen, die sagen, halt, also Dritte, und einen Schuldruf symbolisieren, der Ruf des Gewissens bei Heidegger, da kommt dann vielleicht diese Urteilskraft schon auch rein bei ihm. Ausschlussprozesse sind eigentlich psychotische Prozesse. Da wird der Abgrund in Fremde hineingesehen und in einer ideologischen Verkehrung wird dieses Böse tun, das in diesem Hineinsehen des Abgrunds in andere liegt, dieses Böse tun wird auch noch genau auf die gleichen Fremden dann projiziert. Also die sind dann abgründig und böse. Wir haben dann quasi das und bei den Schwachen dasselbe. Das ist ganz im Sinne Freuds. Das heißt, ich gucke nicht nur, was wird gesellschaftlich, psychiatrisch als Krankheit definiert, sondern ich frage, wo finde ich das in der Normalität? Und dann fragt man sich halt, da muss man sich fragen, ja, wo finde ich Wahnbildungen, die eher psychotischer Natur sind? In der Gesellschaft, die finde ich vielleicht bei religiösen Fundamentalisten, die finde ich bei den Esoterikern, die finde ich bei Rechtsradikalen und so weiter. Und wo finde ich eher neurotische Abwehrmuster? Die finde ich in der Universität. Die lacanianische Rechtstheorie, ich nenne das mal so, so einzelne Personen aus hier, insbesondere Pierre Léjean, halten den rechtsauslegenden Juristen als den Idealtypus des Zwangsneurotikers. Also nicht. Klaus Thebeleit sagt, die Soziologen und die Historiker hätten keine Ahnung von Psychoanalyse und seien auch noch stolz darauf. Das sagt etwas Ähnliches. Es ist letztlich überall, wo man denkt, Metaphysik sei etwas, das man überwunden hat, ist dieser Typus zu Hause.